Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palworld. Ja, es ist wieder einige Tage her. Wir haben beim letzten Mal einige Bosse besiegt. Gerade so hier im südlichen Bereich. Haben wir alles durchgezogen, was da war. Und ja, wir haben hier noch einen schwarzen Fleck auf alle Fälle. Hier noch einen kleinen auf der Insel, wo wir gerade sind. Und dementsprechend dachte ich, kann man heute mal ein bisschen die Sachen abklappern, die noch über sind. Das ist nur noch die Map-Erkundung. Es fehlt, glaube ich, noch ein Turm, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, den wir noch nicht gespottet haben. Also wir müssen theoretisch gleich nach rechts. Kürzen wir doch mal ab. Okay, die Bäume ärgern einen so ein bisschen. Fürs Lager müssen wir den verbesserten Hochofen lernen. Das wäre jetzt in der Technologie das nächste Level. Das heißt, ich muss erstmal Level 34 werden, dann könnte ich den verbesserten Hochofen machen. Also würde ich sagen, in dieser Folge so ein bisschen hier die fehlenden Map-Teile aufdecken, jetzt nochmal ein Stück wieder weiter. Armbrust. Die bringen nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Ihr bringt auch nicht allzu viel. Naja, so. Das war schon der. Ah, das ist noch ein Boss, Nightwing. Das ist okay. Gleich fertig machen. Gar keine lange Zeit verschwenden. Oh, das ist ja crazy. Was habe ich noch? Ach ja, den Säurespeier, den kann ich auch nochmal draufhauen. Geht das? Ja, geht. Wenn er jetzt stirbt, wäre auch okay. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Oh, hat er sich doch glatt wegbewegt. Mann! Ich bin gerade voll am daneben werfen. Ballverschwendung, was ich hier mache. So. Und wieder ein Boss-Sieg. Gut, haben wir die Insel jetzt auch vollständig. Das gefällt mir. Leider ist der nächste Teleporter erst da vorne. Oder wir gehen gleich links rüber. Kann man irgendwie da anlanden? Nicht so wirklich, ne? Habe ich irgendeinen. Habe ich niemanden dabei, der fliegen kann? Ach, weil ich. Ah, ich habe von Sherry Aqua dabei gehabt, letztes Mal, um zu zeigen. Alter. Wollte ich nicht. Mann. So, also. Ich werfe hier schon wieder lauter Bälle umsonst durch die Gegend. Naja, anscheinend kann man da hinten hoch. Müsste ein Ausgang sein am Ende. Vom Water. Praktisch, hat genau gereicht. So, grundsätzlich wollte ich ja schon mal in die Richtung. Ach stimmt, wir haben unser Fanggeschick gar nicht weiter erhöht. Das hätten wir ja können. Oh, hier ist so eine Höhle. Entweder ist hier noch ein Boss versteckt, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Der wird irgendwie von der anderen Seite einen Zugang haben. Können natürlich jetzt so ein zwielichtiger Händler oder so drin sein. Was auch der Fall ist. Hello. Was hast du denn an illegaler Ware? Naja, nicht wirklich was Brauchbares.
Beste war Warsack, den wir natürlich schon haben. Also bringt uns das erstmal nicht allzu viel. Wenn ich in die Richtung weitergehe, bringt mir das was? Über mir ist eine Brücke. Jo, die ist aber etwas sehr hoch. Ich müsste theoretisch da hier nach rechts irgendwo. Gucken wir erstmal, dass wir hier rauskommen. Ob Skill-Based Jumping hier funktioniert? Na, eher weniger. Ah, aber gut. Der Skill fehlt ja auch, ne? Also von daher. Ach so, das war. Ich habe die Gipfel-Dingens gemacht. So. Das gibt ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte, aber nur 130 merke ich gerade. Ey, der Bambus hält mich auf. Ich bin hier halbwegs richtig. Hier nur irgendwie rechts abbiegen. Level 17er Sweeper. So. Oh, Teleporter, das gefällt mir. Ist hier irgendwas? Oh, so ein Lager. Was ist im Käfig? So eine Blume. Ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie was, wo man sagt, hey, ultra krass. Hallo? Hey, voll daneben. Wie ich einfach beides daneben gehauen habe. Einfach beides daneben gehauen habe, ey. Naja, so, machen wir eben den Teleporter hier. Ja, schöne Anzeige, danke. So, den Weg dran lang. Welchen Weg? Nee, falschen Weg. Den Weg. Der passt schon eher. So ein Univolt. Sehr gut, die Insel an sich kennen wir ja auch. Kremis, lauter Kremis. Vorteil ist, dass ich durch die Sturmwolke noch wieder schneller laufen kann. Wenn noch parallel hier weiterkomme. So, wir müssen jetzt irgendwie noch nach rechts, wie es aussieht. Ah, das kriegen wir doch hin, oder? Wir skillen uns hier einfach hoch. Ja, easy. So, sind wir oben. Dann habe ich da noch einen ganz kleinen Fleck, dann haben wir das hier. Und schön auf dem Baum stehen. Naja, gut. Wir können jetzt zu dem Teleporter, wir können auch hier nach links. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Beacon, den könnte man noch machen, dann müsste man den aber erreichen. Oh. Der hat keine besondere Kolli. Okay, die Luftlinie passt. Ja, wird das mal wieder eine ziemlich starke Erkundungsfolge. Wie viel XP brauchen wir eigentlich? 6, 56.000. Ist ein bisschen was, ne? Ach, ich sollte mir mal irgendwie auf linke Maustaste eine andere Attacke legen. Sturmangriff oder so hier, den. Waren wir hier schon? Da ist ein Nox drin. Hallo? Okay. Dann lassen wir uns immer so. Ach Mann. Ah, ich glaube, wir steigen mal ab. Das ist irgendwie besser.
kriegst zumindest ein paar Erfahrungspunkte hier. Wir greifen Mamorest an, Level 35. Ein Pal im Team ist hungrig. Vermute mal, ich bräuchte einen gelben Ball für den. Ja. 10%. Ist nicht allzu viel. Haben wir den eigentlich? Nee, haben wir nicht. Aurest, Level 35. So, haben wir doch wieder mal was Neues. Dann können wir Nox gleich mal eben retten. Unseren Pal noch füttern. Hallo Nox. Wunderbar. Außerdem gibt es eine Menge Erfahrungspunkte. Das ist schön. 10.000 haben wir jetzt insgesamt gemacht mit der ganzen Aktion. Essen, ja genau. Also erstmal brauche ich was zu essen. Und den Rest an Essen. Ich habe da noch Milch. Alter. Bisschen teuer, ne? Wo sind wir denn? Hier. Wir müssen nach da. Azoks und wilderer Rookies. Wir müssen leicht nach links. Die gute alte Nacht. Wir können natürlich nachts auch unterwegs bleiben. Hier, so ist das nicht. Noch ein Amorest, aber haben wir. Oh! Du bist hier in so einem. Oh, wilderer Rookies. Der Vogel wird, glaube ich, helfen bei den Wilderern, oder? So. Wen nehmen wir denn mal? Okay, die Frage hat sich erübrigt. Fenglope greift einfach an. Okay, der Angriff war gar nicht so schlecht. Das ist ja Level 29. Wir haben Fenglope ist Wasser. Eigentlich nicht gut. Ist der Wasser? Nee, neutral, ne? Neutral ist er. Sorry. Ist natürlich neutral, ich hätte nur gerade dran gedacht, weil er anderen Wasserattacken angreift, aber. Also, wenn wir den aufkriegen sollten, das wäre eh noch, glaube ich, ein neuer. Oder haben wir den schon aus der Wüste? Ne, wir haben den nur mal gesehen, ne? Aber wir haben ihn nicht gefangen. Oh, er hat mich doch tatsächlich erwischt noch. Daneben, daneben. Habe ich nur 4 Schaden gemacht? Ich mache nur 4 Schaden. Mann! Geht gerade voll auf meine Rüstung, der Kollege. Wollen wir eben Katriss nochmal her? Kann noch mal eben so ein bisschen Damage raushauen. Ah, noch 300, noch 260, 230, 200. Okay, Katrus, komm mal zurück. Ja, das ist ungünstig, wenn die Dinger hitten würden. Ah, steht sogar neu. Okay. 20%. Ja, haben wir. Er ist selbstzerstörerisch. Schlechter Perk, aber wir haben ihn. Wie dunkel kann es sein, ey? Da sehe ich ja schon kaum noch was, ey. Seht ihr in der Aufnahme ja schon so gut wie gar nichts mehr. Haben wir den auch. Das ist ja...
Wird ja immer besser hier. Ah, Univolt, ich wollte gerade sagen, leuchtet da einer? Nach rechts, wir müssen nach rechts. Ey, wieso macht er keinen Double Jump? Jetzt. Oh. Hey, lass mich darauf. Nehme ich, nehme ich. Oh, das Ei nehme ich auch. Nee, den Vogel brauchen wir nicht. Oh, oh, wir werden abrutschen. So, also, es ist, glaube ich, so, dass wir hier noch nicht so wirklich waren, gerade da unten nicht. Da schaffen wir das. Ah, easy. War alles geplant. Okay, alles klar. Also, wir müssen hier lang, wir müssen da am Strand noch lang, dann kommen wir bis zu dem Teleporter, dann haben wir das hier auch fertig. Oh, Pyrins? Pyrins hier? Interessant. Sehr interessant. So, ich wollte gerade anstürmen, um schneller voranzukommen, aber hier ist eine Figur. Jetzt aber. Jetzt aber anstürmen. So, hier ist nochmal eine Kiste. Der Teleporter war doch hier, oder? Ist das noch ein Lager? Das ist ein Lager. So, 200 Meter bis zu dem Teleporter, dann haben wir das auch hier komplett. Wow, es geht ja schon richtig gut voran. Wir müssen, glaube ich, noch hier rechts, ne? Ja, hier rechts ist noch ein sehr dunkles Problem. Kelpsis ist am Schlafen. Ein Schaf. Alter, what? Alles klar, ja gut, dann macht mal Maschinengewehrparty, nicht mit mir, Leute. Da habe ich keine Lust zu. Wir können von hier aus nochmal weiter. Da oben war noch ein Boss, den wir noch nicht haben. Ich höre schon wieder Geklicke. War das Waffengeklicke oder nicht? Falsche Richtung, wie es aussieht. Da lang müssen wir. Ah, Mossandras gibt's hier. Ja, die Richtung passt. Das hier die Bienen? Wie geht's? Das sind die Bienen. Ei mitnehmen, alles gönnen. Ja, wir müssen auch noch. Oh. Gibst du nicht eine gewisse Art von Erfahrungspunkten? Ja, ich könnte dich sogar fangen. Wieso lädt er nicht mehr nach? Guck mich an, guck mich an, guck mich an, ja. Alter, 44% und du hüpfst da einfach raus. Hä? Warum ist das jetzt gestorben? War der noch am Burn? So, und weiter geht's. Ganz kurze Unterbrechung für zwischendurch gerade. Mir geht die Milch aus, oder? Ja, mir geht alles aus. So. Wieso ist hier Wasser? So sieht das hier also aus. Interessant. Okay, dann gehen wir hier nochmal weiter. Schade, dass der andere gestorben war. Ach, schon wieder eine Bienenkönigin. Aber die ist nichts. Du bist kein Boss, du bist kein Nichts. Und nein, ich möchte auch eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen. Welches Level bist du denn? Level 28?
Die hat sich umgebracht. Sind die jetzt auch alle? Das ist alles am Ausrasten hier. Hallo? Was wollen die alle von mir? Kann mir das einer erzählen? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh nö, sag nicht, ich muss hier runter. Was ist denn hier los? Was habe ich denn euch getan? Ich mal nach links ab. Gut, hier wird es jetzt nicht mehr viel zu holen geben, denke ich mal. Also hier auf dem Stück, wenn ich jetzt hier rechts gehen würde, würde mir es wahrscheinlich nicht mal was bringen. Ja, wir müssten es noch aufdecken, so ist es nicht, aber ich habe hier auch keinen Teleporter und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass genau hier in dem Dunklen jetzt noch einer sein wird. Andererseits ist es so oder so egal, in welche Richtung wir gehen. Das ist jetzt hier alles Meterware. Ah, die große Erkundung. Oh, noch ein Ei. Ach ja, jetzt kann ich da nicht hoch. Das ist auch ein normales, ich weiß. Dafür lohnt es sich ja kaum. Sind wir hier nicht sogar schon mal lang gegangen? Obwohl, nee, nicht unbedingt, ne? Los, raus aus dem Wasser. Ui, der Übergang sieht ja hier ganz schick aus, hier in der Mitte mit dem leichten Sumpf hier. Moorinsel. Also hier ist jetzt kein Boss oder so, ist auch an sich nichts Besonderes, aber wir sind schon mal hier. Eine Moorinsel. Ja, wir sind maximal entfernt von irgendwelchen Teleportern. Leveltechnisch brauchen wir hier auch gar nicht von reden. Und ja, ich weiß, Hazel 4 ist ja gestorben, weil ich einen Feuerpfeil auf ihn geschossen habe, aber hey, egal. Komm mir nicht zu nah. Wieso schießt du eigentlich? Wie kannst du es wagen, auf mich zu schießen? Abbiegen. Wieso sind die alle so aggressiv? Was habe ich getan in letzter Zeit, dass sie alle plötzlich so aggressiv geworden sind? So, das haben wir alles, das haben wir auch. Gehen nochmal eben zu dem. Was war der? Level 38, ne? Was haben wir? Level 34? 33, ne? Der Boss hier. Also ja, possible, aber will ich das jetzt? Eigentlich wollte ich nur eben kurz hier noch den Rest fertig erkunden. Weil hier können wir jederzeit hin, das ist ja nicht das Problem. Ah. Vielleicht gehe ich doch ein bisschen anders. Hier so oben rüber. Hä? Hat da einer geschossen? Oder hat der Affe so eine Art Kugelsaat eingesetzt? So, hier wollte ich hin. Ui, das sieht ja schick aus hier. Das schaffen wir nicht. Ah, doch. Schaffen wir doch. Oh, dann haben wir das ja auch gleich aufgedeckt. Leicht noch nach links. Haben wir einen Schlüssel? Ja, haben wir. Oh, eine Palseele. Wird gegönnt. Da ist der 45er Yormetide, oder wie er heißt. Yormetide. Genau, der ist zwischen den Skelett da. Das heißt, wir haben die kleine Ecke hier nicht aufgedeckt. Aber wenn ich da jetzt runtergehe, da ist auch kein Teleporter, oder?
decke ich das hier auf und stecke dann da fest. Ja, dann habe ich den Mittelteil ja wirklich schon ziemlich, ziemlich gut endlich. Hier fehlt jetzt noch dieser Bereich hier. Und dann geht es ja hier, hier ist ja Wüste, hier ist Schnee. Moment mal, dann wissen wir ja doch, wo alle Türme sind, jedenfalls automatisch, weil hier ist der, das heißt, im Schnee ist ja der letzte. Dementsprechend gehe ich jetzt hier doch einfach mal runter. Ah, muss er. Anderer. Ach, das ist ein Baum. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das sah von weitem gerade sehr komisch aus. Oh. Was gibt's denn hier? Drachenkanone, Schlammschuss und Luftkanone. Okay. So, hier ist wieder das Feuergebiet mit ein bisschen höher leveligeren Feuerviechern. Hier gibt es jetzt Foxbugs auch in Level 10. Den habe ich ja auch schon in dem. Oh, du bist hier vorne am Strand. Interessant. Ah, du bist ein Boss. Ja, dich haben wir noch nicht. Also, wir haben. Was haben wir denn überhaupt? Oh, die haben es umbenannt in Palpedia mit dem Update. Also wir haben ja Update hier an 0151. Wahrscheinlich ein bisschen sich abzuheben, weil das hieß ja vorher Paldex. Es gab wahrscheinlich noch wieder so ein bisschen Ärger. Mal, wir haben alle, ne? Hier so in der Reihe. Gut. Sibelix fehlt natürlich noch. Hier fehlt noch einer komplett. Ansonsten sieht das hier schon sehr gut aus. Den haben wir im Eisgebiet beim Überfliegen gesehen. Stimmt, Marmorast haben wir jetzt auch gefangen. Wumpo ist da irgendwo hinten als, ja, Boss kann man sagen, Level 38 oder was der war. Hier fehlen noch zwei. Das sieht doch schon echt gut aus, ey. Wirklich gut. Ich habe übrigens noch ein paar. Ich habe übrigens noch eine Palpedia da. Sagen, noch eine Markierung als neu. Ja, das sieht wirklich gut aus. Unsere Sammlung geht voran. Wir nähern uns, was das angeht, dem Ende. Ja, es gibt noch die Unterarten, wo ich aber mich selber noch nicht informiert habe, was es da so alles gibt. Wollte mich auch nicht spoilern. Bevor ich euch jetzt hier noch mehr Zeit wegnehme, würde ich sagen, wir beenden hier einfach mal die Folge. Ich werde beim nächsten Mal aber wieder in der Base sein. Ich werde jetzt einfach mal offscreen zum nächsten Teleporter und dann nach Hause. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir dann hier weiter Karte aufdecken oder ob man mal in so einen Turm reinguckt. Nicht unbedingt, dass man den schafft, sondern einfach nur, um mal zu gucken, welches Level die haben, beziehungsweise passen die sich an. Jein, ne? Naja, gucken wir mal, ob sowas überhaupt machbar ist dann oder ob man dafür ein gewisses Mindestlevel braucht. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und bis dann, Leute. Ciao.